Und dieser Wohnmachtfische, der macht eben hier. Welcher Bagger? Das ist kein Bagger, das ist ein Kran. Das fällt die ganze Zeit die Schilde weg. Schon wieder. Ist er? Knappe Sache. Ich weiß nicht, wo ein Bagger ist. Ich weiß nicht, wo die säuregetränkte Eisenbahn ist. Ist auch immer hier vorne größtenteils. Hier vorne ist eine. Ach Gott. Ich würde mal interessieren, was hier bei dem abgeht. ...280 EP, auch nicht so viel. Ah, da gab es nochmal gut Geld her, stimmt ja. Aber darum geht's ja auch nicht. Ich dachte, ich will mal anfangen. Wo ist hier ein Bagger? Ich weiß nicht, wo hier ein Bagger sein soll. Das ist alles Kran. Innerhalb Dahls blutigem Sechsen, was immer das sein soll. Weiß es nicht. Und bei säuregetränkter Eisenbahn habe ich immer noch hier was anderes gesehen. Ja. Ich mache nochmal eine Runde. Irgendwann, wenn ich hier alles geplättet habe, kommt hier nichts mehr. Also das hier oben ist heftig explodiert oder säuregetränkt. Ich guck mal, ob ich hier am Rand an den Pfosten irgendwelche Schalter habe. Nee, hier nicht. Dann gucke ich mal weiter vorne. Sind die glücklich, wenn man sie nicht angreift oder nicht? Sind nicht glücklich. Wie ich mir bereits dachte. Muss einfach durchgehen und überall die, kannst du eigentlich schon fast mit der Dings machen. Mit der Hand. Ohne Waffe. Ah, ne, nicht so gut. Das ist einfach dann. Egal. Da will ich aber auch eigentlich gerade nicht hin. Ich will mal da lang. Und gucken. Wetten, das ist das Ding. Es ist das Ding. Okay. Im Schatten des Baggers. Ich glaube, das ist so ein bisschen nach der Reihenfolge hier. Das heißt, Lagerhaus. Hat man hinter dem Lagerhaus, muss irgendwo ein Bagger sein. Und blutigem Sechsten. Ich muss nach was Blutigem schauen. Alter, macht die Sau viel Schaden im Vergleich zu voll. Thrasher, halt jetzt mal die Klappe. Ich hätte vorher Munition noch kaufen können, als vorne war noch. Find's cool, dass meine Gesundheit mittlerweile auflädt. Kommst du jetzt? Läufst die ganze Zeit und wird alles abgezogen. Hast du mir Zeit, einen Schnitt zu generieren? Sieht immer noch blau aus jetzt. Wenn ich nahe komme, wird's wieder grün. Und da ist es grün. So, hier dahinter. Bagger suchen. Jetzt. Sofort. Hosenbagger. Bagger, Bagger, Bagger. Ich mach mich unsichtbar. Jo.
diesem Bagger wahrscheinlich, dem großen Bagger. Was gibt's denn? Ich kann nicht irgendwo anlaufen. Hier ist eine Kiste. Unter dem Bagger. Da. Jetzt kommen wir der Sache näher. Innerhalb Dahls blutigem Sechsten. Was immer Dahls blutiges irgendwas sein soll. Wahrscheinlich, ich soll irgendwas Blutiges suchen. Ich guck mal, ob hier unten irgendwie, hier unten war doch irgendwas, wo ich hergekommen bin am Anfang, wo es so richtig schön, ja gut, das Bagger ist, war so richtig schön eingesaut war hier unten. Wenn man hier vorne reingeht, war doch irgendwie, hat irgendjemand hier alles zerlegt gehabt, hier so Blut verstreut. Hier. Jetzt Dahl Deep Core. Aber, oh Gott, ey. Da muss erstmal drauf kommen. Zugang zum Obergeschoss der Anlage verschaffen. Was zum Geier. Da muss man erstmal drauf kommen. Gleich wieder raus und dann da vorne rein. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich bin nicht so systematisch vorgegangen, dass ich von vorne nach hinten durchgelaufen bin, sondern ich bin jetzt von hinten reingelaufen und hab gedacht, das Ding hier vorne, ja genau, die kämpfen sich gegenseitig. Der mittlere Punkt wäre schon das Ziel gewesen, was man da der Radius, wo die anderen vier Ziele aufgeteilt sind. Ups, Alter. Ich hab gedacht, ich brauch mehr Schaden. So. Das war auch mal leichter hier. Hier vorne muss ich rein. Da ist der Hebel. Zugang zur Oberetage verschaffen. So, hier vorne sind wir auch nicht. Und kloppen mein Schild weg. Oh. Das war easy kill. Die Oberetage, okay. Und jetzt? Fuck! Verschwinde. Meine Güte, was heftig. Hä, wie soll ich jetzt 4000 leben? Jedes Mal, wenn ich irgendeinen Kill mache oder so, gibt's mehr, oder? 4036 leben. Ich hab keine Ahnung, warum auf einmal das Leben gestiegen ist bei mir. Ja, ich bin's in der Oberetage. Schon mich hier aber auch nicht, ne? Schädlingsbekämpfung, richtig. Ja, das ist auch nicht gewesen. Ich finde den Schatz. Ja, das ist nicht gerne. War's ja schon. Ja. Hoffentlich gibt's noch ein paar gute Dinger drin. So, lass mal kurz gucken, falls das. Ja, das ist der Wahnsinn. Was klappt denn sich da hinten? Ach, habt ihr wieder ein anderes Ziel jetzt oder was? Wieder, Spider-Königin. Komm, Spider-Ritter. Ja, die sind halt gepanzert, das ist scheiße mit Explosiv. Und nicht so ein echtes Wunsch. Ich kann es nicht mal in Ruhe angucken, überlegen. Oh lol, der hat auch einen Schuss. Ja, die sind resistent gegen Explosionsschaden. Ja, so. Also. Gibt gut Geld. Ich habe Automaten verzocken. Da, ich hab dir gesehen, was im Automaten passiert, was man da rausbekommt. Wie viel habe ich denn immer da drin? Volles Inventar.
Jedenfalls ja, ich habe den Schatz einkassiert. Gucken, was das nochmal genau für eine Waffe war, die wir bekommen haben. Ich glaube, es war die hier, ne? Auch eine, die Explosionsschaden macht. Und die macht Explosivschaden. Ja, auch Explosivschaden, aber die kann ich verkaufen. Deswegen Panzerung kann ich eigentlich sparen. Ich habe jede Menge teures Geld, was ich verkaufen kann. Waffen nicht verkaufen, haben wir gutes Geld. Und dann gehe ich mal ganz kurz zurück. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Asche. Der Trumpf, das bin ich. Oh ja, jetzt kann ich mich hier runter mit gleich wieder am Anfang. Krieg ich dafür EP, wenn ich das hier mache? Killt das irgendwas vielleicht? Manchmal kurz. So. Der 1. 2. 3. Nochmal, also war noch nie so einfach. Es war noch nie so einfach. Ja, lauter von denen, pass auf, wenn ich jetzt das hier mache. Schild ist äußerst genial, glaube ich. Warum weißt du, warum kriegst du so gutes Zeug immer jetzt hier so am Schluss so nebenbei mal? Das sieht nämlich echt gut aus. Das ergab EP, nur weil ich das hier gemacht habe. Und dass irgendein Vieh geflogen ist, gekillt. Ja, ich gehe da mal kurz an den Automaten, verkaufe den Mist. Ups, an Waffen zumindest. Belastet dich dein vieles Geld? Mein Geld belastet mich immer, zutiefst. Deshalb möchte ich es ja loswerden. Dem kann ich nichts anfangen. Die habe ich bekommen, aber mit der kann ich auch nichts anfangen eigentlich. Das war ja als Hilfe, die ich bekommen habe. Korrosion scheint vielleicht gut gegen dem seine, Das kann weg. Das kann ich so nochmal benutzen. 6.100. Ja komm, der kann weg. Ich gehe nicht neben. Der kann weg. Der kann weg. Die kann weg. Werde ich eh nicht nehmen. Die hier kann auch weg. Die kann weg. Eine Feuersniper, die macht ein bisschen mehr Schaden. Hat eine höhere Genauigkeit. Hat eine höhere Feuerrate als die hier. Hat eine geringere Ladegeschwindigkeit. Passt das? Magazingröße. Hat eine höhere Magazingröße als die hier. Macht 256. Ach, das ist ein Slag-Vergleich. Voll mit Slag. Ist auch ein bisschen blöd. Ich meine, habe ich keine Feuersniper mehr? Da. 872. Das ist genau dasselbe. 879, 93, 95. Feuerrad ist die höher. Ne, kann weg. Was war mit der hier? Schrot für. Ach, zu wenig Schaden, auch wenn es Slack ist. Ja, 29.000. Ich müsste echt mal wieder hier, ne? Elementare sind um 30%. Und zwar passt es dem zuletzt erlittenen Schaden an. Ja, ich glaube, ich behalte trotzdem meinen.